Haredon ist ja erstmal in deutschlandweit rundum für Flächenrecycling und Digitalisierung mittlerweile ein Rundumdienstleister in der ganzen Branche geworden und deutschlandweit tätig im Flächenrecycling ganz stark. Natürlich haben wir Abbruch, Revitalisierung, wir haben Recycling, wir sind in allen Branchen und Bereichen, haben wir die ganzen Schubladen aufgemacht, haben das Ganze gemeinsam sozusagen vernetzt. Und sind da sehr, sehr stark unterwegs in dieser Branchenflächenrecycling ist natürlich auch für die jungen Leute mittlerweile heute ein absolut spannendes Thema. Nachhaltigkeit hat natürlich einen riesen Begriff überall. Und da sind wir halt, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Wege, auch eine Digitalisierung weiter voranzubringen. Wir haben die Schüttflix-App, die ja wirklich auch jetzt durchgestartet ist, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und da sind wir sehr, sehr digital und auch natürlich unheimlich nachhaltig unterwegs, was auch jetzt für die neuen und jungen Mitarbeiter in der nächsten Generation unheimlich spannend ist. Und wir versuchen da auch aufzurühren und das auch die Branche absolut auch so ein bisschen sexy zu machen für diese neuen Wege. Also Alleinstellungsmerkmale, würde ich sagen, für unsere Branche ist mit Sicherheit einmal die Frau am Bau-Kampagne. Die haben wir wirklich 2020 initiiert. Wir haben super Testimonials geholt. Mittlerweile bauen wir noch weiter auf, dass wir weiter in die Branche gehen, weil wir sind nur ein kleiner Mosaikstein in der ganzen Branche und wir versuchen immer noch welche mit reinzuholen. Jetzt haben wir Regina Halmich dabei, die auch nochmal sagt, aus ihrer Männerwelt, Boxbranche. Wir merken einfach auch im Kleinen, das muss nicht immer die Riesenschritte sein, ist das schon, wird das sehr gut angenommen und wir kriegen da super, super Resonanzen und da freuen wir uns sehr drüber. Und die Kinderuni ist natürlich unser Herzensangelegenheit auch, ne? Eine Kinderuni, also wenn sie in 30 strahlende Gesichter gucken, die freiwillig hier hinkommen, in ihrer Freizeit, ich meine, was will man mehr? Da würde jeder Lehrer würde sagen, boah, ist ja mega. Und die wollen alle freiwillig hier ihren Job machen und sind so interessiert und wollen einfach in dieses Handwerk einsteigen, was natürlich auch unseren Führungskräften und auch die Kurse dann ja auch machen, total Spaß macht, weil die einfach dabei sind, die sind total fokussiert und so, wie man sich ja eigentlich einen Schüler wünscht. Und haben wunderbare, tolle Vorschläge in dem Moment. Ja, und sie gehen auch wirklich nach draußen. Sie gehen auf unsere Baggersimulatoren. Wir haben zwei, das sind ja europaweit die einzigen, die es zurzeit gibt. Können da also wirklich real life Bagger fahren. Und sie haben einfach ein Verständnis mehr dafür, als wenn man jetzt das erzählt, sondern sie sehen es und sie kriegen es live mit. Und das finden die toll. Und wir haben heute so viele Studenten, was ja schön ist, aber auch eine Überschwemme. Und wir brauchen auch die Handwerker. Und uns ist es wichtig, dass sie einfach sehen, was passiert hier. Es ist eine unheimliche digitalisierte Welt mittlerweile. Wir haben BIM-Verfahren und es wird alles unheimlich auf digital weiter aufgebaut. Sie können auch dabei sein, sie können es weiter vorantreiben und wollen wir ihnen eigentlich möglichst früh, wollen wir sie da heranführen, dass auch unsere Branche absolut attraktiv ist und das ist für viele immer noch so ein bisschen schwierig. Ich höre das immer wieder, wenn Eltern sagen, ach, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Und das ist doch schön, wenn sie sagen, boah, das ist so toll hier und wir würden und können uns das vorstellen. Und ich habe immer noch richtiges Herzblut, wenn einer schreibt, meine zukünftigen Kollegen finde ich richtig klasse. Und dann haben wir doch alles erreicht. Wir machen unheimlich viel für unsere Mitarbeiter. Wir haben einen eigenen Barbershop, die Leute werden frisiert. Wir haben eine eigene private Krankenversicherung für alle Mitarbeiter, was uns sehr, sehr wichtig ist, was uns am Herzen liegt. Ja, und das sind dann natürlich, da könnte ich jetzt noch weiter erzählen, also was sie alles noch bekommen. Das sind natürlich, ob es jetzt Fahrräder sind, die ganzen Zuschüsse, die sie bekommen, ob sie ins Fitnessstudio gehen, ganz, ganz viele Dinge. Die bringen ihre Hunde mit in den Betrieb. Und da sind wir in allen Sachen unheimlich weit, glaube ich, fortgeschritten. Das ist ja nachher, wenn die Mitarbeiter Probleme haben, was ist, wenn meine Eltern alt werden, wie kann ich die pflegen, was kann ich machen. Wir versuchen also in alle Richtungen zu unterstützen, ob es eine Wohnungssuche ist und. Also da versuchen wir wirklich echt dran zu bleiben und auch die mitzunehmen und auch immer zu schauen am Puls der Zeit, was sind wirklich die Bedürfnisse auch der Mitarbeiter. Und da, glaube ich, sind wir ziemlich nah dran. Echt nahbar und hat unheimlich viel Potenzial.